Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session Alan Wake. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ja. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz. Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Schön, dass er sagt, schön deine Stimme zu hören. Ja, es ist nicht allzu lange her. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich Alan Wake zuletzt aufgenommen. Und sechste Session. Und es könnte die letzte Session sein. Also wir könnten das Finale langsam entdecken. Ich habe nämlich so ein bisschen geluschert. Es scheint, ich glaube, maximal 5 Kapitel zu geben, denke ich. Oder 4. Kann sein, dass das letzte ist. Wir sind ja im 4. Aber ich denke mal, es gibt 5. Denn viele sind so bei Part 34 aufgehört. Ist natürlich jetzt die Frage. Eben kein Licht. Ist natürlich jetzt die Frage, wie lange haben die denn gespielt? So, wir haben kein Licht. Das ist prinzipiell nicht so gut. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Oh, ja! Barry, alles in Ordnung? Wow. Mir geht's super, Al. Alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Die Stimme, die ist echt... Ich find's so gut gesprochen eigentlich, das ist gar nicht mal so schlecht, das gefällt mir. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Del! Ich warte dort! Barry, warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord! Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen, hab alles im Griff! Jetzt ist der Rambo. Ich würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Das kenne ich irgendwoher. Wie der redet. Och nö, ich bin doch gerade hier. Och. Habt ihr es gesehen? Das hat sich irgendwas weggeschlängelt. Och bitte nicht. Ich habe gar kein Licht. Au. Was gibt's denn hier? Eine Seite, toll. Ist ja super. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Oh. Natürlich ist das Licht aus, das ist klar. Warum ist das Licht eigentlich aus? Kann man es wieder einschalten? Ja. Nee. Oh, die Truhe, die war doch schon auf dem Boden. Oh.
müssten mal ein bisschen Ausdauer wieder tanken. Und wie mache ich Licht? Ah, dem Kabel folgen. Natürlich. Ja, mach ich mal. Ups. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Hm. Gott, da ist Knopf zu anmachen. Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Du wirst lachen. Der steht direkt vor dir. Gott, hält nicht lange, reicht aber aus. So. Ups. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Ja, wenigstens kriegst du ja Licht. Ist immerhin etwas. Was? Traue niemanden in der Dunkelheit. Ja, das kennen wir, das Sprichwort. Nee, ohne Licht. Glaub's auch selbst nicht. Aua, Penner. Ich kann den Generator nicht einschalten. Tut mir leid. Geht nicht. Ich habe kein Licht. Ich habe keine Waffe. Also nichts machen. Alter. Alter, hör mal auf mit dem Werfen, Penner. Sind jetzt weg? Das könnte ich Ausdauer laden. Wo der Generator eigentlich starten, hat aber nicht geklappt. Irgendwas ist mit Licht runtergelaufen, habe ich gesehen. Sehr merkwürdig. Huch. Ein Auto entfernte sich von der Farm und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder ohne nachzudenken einen Vorstoß wagte. Hm, gut möglich. So, ich hätte gern eine Waffe. Ja, oder eine Hochleistungstasche, damit kann man auch nehmen. Batterie. Eine Thermoskanne ist keine Waffe. Die kann ich leider nicht schmeißen. Da gibt es leider nichts hier. Scheiße. Ich gehe so nah an den Klippen entlang. Ich muss aufpassen. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. So ein Dachschaden, oder wie? Ja, das stimmt. Den wirst du bald sehen können. Viel lang. Oh, heiß. Weiß. Ich versuche jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Gott. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht.
Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Gott, ist so ein Astronaut? Okay. Wahnvorstellung. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Möglich. Leuchtfackeln, ernsthaft? Ist nicht unbedingt eine Waffe. Ja klar, die kannst du nicht, die kann man nur umlaufen hier. Es gibt schon Bärenfallen, toll. Wo man schon hineintappen kann. Boah, und von denen auch eine ganze Menge. Seht ihr ja überall das Leuchten, das sind Bärenfallen. Bärenfalle, lalalala. So. Licht. Oh, das leuchtet. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Okay. Ich sehe eine Waffe. Haha. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen. Die Besessenen sind gefüllt mit Dunkelheit. Ja, das wissen wir bereits. Gut, wir haben eine Waffe. Wir können uns wieder wehren. Das ist gut. Oh, das Licht hier ist immer so hell. Sie werden schon wieder fallen. Ja, wir gehen weiter. War nochmal zielen und schießen. Ich hab's schon wieder vergessen. Uah. Alter. So nicht, Junge. So, rums. Schön weggesniped. So, jetzt brauche ich Munition wieder. Ja, habe ich doch gehört.
Alter, hier ist zu viel los. Ich gehe jetzt dahin. Keine Munition mehr? Bitte? Toll. Keine Muni. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Ja, merkwürdig. Gucken wir mal. Wer ist denn hier? Hallo? Ist hier jemand? Barry? Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Was? Was machst du? Was? Licht! Es tut mir leid! Und ich habe keine Waffe. Toll. Vordertür war verschlossen. Das ist sehr schön. Ich habe keine Waffe. Ich habe wieder eine Waffe. Ich kann mich wieder ein bisschen wehren. So, Thermosflasche, alles andere ist mir egal. Haben die überhaupt einen Sinn, die Thermosflaschen? Du hast geflackert, du dämliches Ding. Und in der nächsten Folge geht's weiter.